In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Fritzbox 4040 oder auch jede andere Fritzbox in ein Mesh-Netzwerk aufnehmen könnt. Und zwar in der Konfiguration, dass sie nur den Access Point, also einen Mesh-Repeater darstellt. Und im letzten Video habe ich gezeigt, wie man das macht, indem man die Fritzbox 4040 als WLAN-Brücke einrichtet. Das heißt, wie ein standardmäßiger WLAN-Repeater. Also sie bekommt per WLAN die Verbindung und gibt die dann wieder per WLAN an andere Geräte weiter und verstärkt also sozusagen das WLAN-Signal. Hier wird es jetzt anders sein. Wir werden jetzt hier die Box mit einem Kabel an die bestehende Fritzbox verbinden und dann ein WLAN aufspannen lassen. Das heißt, sie muss ihre Ressourcen nicht darauf verschwenden, das WLAN erstmal aufzufangen und dann wieder aufzuspannen quasi für die anderen Geräte, sondern bekommt das per Gigabit Ethernet schon ziemlich gut per Kabel rein und kann sich dann voll darauf konzentrieren, das an die anderen Geräte zu verteilen. Wenn man den als WLAN-Repeater benutzt, ist die WLAN-Verbindung immer ausgelastet und verlustbehaftet sozusagen. Also die bessere Konfiguration ist immer, das per Kabel zu machen. Was muss ich dazu tun? Als erstes ganz wichtig, die 4040 in den Werkszustand setzen. Das verlinke ich euch jetzt mal hier, wie das geht. Ansonsten muss ich die als erstes mal mit meinem Laptop verbinden. Das Kabel geht zum Laptop, das Kabel hier geht zum Mesh Master. Also erstmal Laptop und nicht zum Mesh Master. So, einmal eingesteckt, LAN-Lampe leuchtet und wir wechseln jetzt zum PC. Da bin ich jetzt am PC. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich rufe jetzt das Interface der Fritzbox auf. Ganz wichtig an der Stelle, trennt bitte alle anderen Netzwerke, trennt euer WLAN-Netzwerk, seid nur noch mit dem Kabel zu der verbunden, sonst landet ihr womöglich auf der falschen Fritzbox. So, was muss ich also tun? Ich gehe in die Adresszeile des Browsers und gebe hier ein 192.168.178.1. Funktioniert der Zugriff jetzt nicht, kann das daran liegen, dass ich mich hier vertippt habe. Wenn der bei euch aber nicht funktioniert, habe ich dazu auch nochmal ein Video, wie man mit der Notfall-IP auf die Fritzbox kommt. Weil ich jetzt hier im Werkszustand bin, ja, muss ich einmal nochmal bestätigen, dass ich hier auf Deutsch unterwegs bin. Das Kennwort steht jetzt auf der Rückseite der Fritzbox, beziehungsweise auf dem Kärtchen, das beiliegt. Ich muss es mir mal kurz abschauen und dann bestätige ich das hier mit Enter. Wähle hier nochmal Deutschland aus, nochmal auf Weiter und hier auch nochmal OK. So, was wir jetzt machen müssen hier, müssen wir vor allem einmal gar nichts machen. Wir gehen jetzt auf Heimnetz, gehen hier auf Mesh und sehen jetzt, dass die als Mesh Master konfiguriert ist. Und genau das wollen wir ja nicht. Die soll ja ein Mesh Repeater sein, deshalb gehe ich hier auf Mesh Einstellungen, wähle hier einmal Mesh Repeater aus. Sehr intuitiv, hier bekommt man jetzt angezeigt, möchte ich das als WLAN-Brücke einrichten oder halt per LAN. Ich möchte das per LAN einrichten und ja, das war es jetzt erstmal soweit. Ich müsste jetzt hier auf Übernehmen drücken oder wir lesen hier mal durch, was hier steht. Wenn Sie die Fritzbox per LAN als Mesh-Repeater in eine Fritzbox verbinden möchten, gehen Sie wie folgt vor. Verbinden Sie beide Fritzbox-Produkte per LAN miteinander. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Fritzbox mit der anderen Fritzbox zu verbinden. Drücken Sie auf der anderen Fritzbox und dieser Fritzbox die Taste, die WPS auslöst, sobald man diese miteinander verbunden sind. Okay, genau das will ich machen. Und unten auch ganz wichtig, Einstellungsübernahme aktiv angehakt lassen. Also, verbinden Sie die Fritzbox-Produkte miteinander. Ja, das machen wir, habe ich ja gesagt. Hier, dieses Kabel geht zum anderen Gerät. Also, einmal verbinden. Dann hier, ja, drücken Sie auf Übernehmen, genau, einmal das. Und jetzt muss ich noch die beiden Knöpfchen drücken. Und zwar habe ich ja hier einmal WPS und drüben an meiner Fritzbox-Cable, die halt der Mesh Master jetzt ist, ne, die von dem Kabel kommt, habe ich auch nochmal eine WPS-Taste. Das heißt, ich drücke einmal hier WPS, dann fängt das WLAN an zu blinken und ich gehe jetzt mal rüber zu meinem Mesh Master und da drücke ich auch nochmal drauf. Jetzt haben auch beide aufgehört zu blinken, das ist in der Regel ein gutes Zeichen, das heißt dann, dass sie sich gefunden haben. Hat man jetzt die ganze Prozedur ausgeführt, sollte es ungefähr so aussehen. Man sieht, dass die Box 4040 über ein LAN-Kabel verbunden ist. Hier zeigt es mir jetzt leider nicht die Geschwindigkeit an, warum auch immer. Ich hüpfe mal in die 4040, hier sehe ich dann, dass die Verbindung zwischen den Boxen mit 1 Gigabit hergestellt ist. Ganz wichtig hier zu sehen ist, dass an beiden Boxen das Mesh-Symbol ist, sowohl hier in der Ansicht in der 4040 als auch auf dem Mesh Master sehe ich an beiden Boxen dieses Mesh-Symbol.
Das sieht man erst, wenn man diese Knöpfchen gedrückt hat. Also falls ihr den Schritt irgendwie gedacht habt, überspringen zu können, dann habt ihr zwar einen Access Point erstellt, aber ihr habt die Box nicht ins Mesh-Netzwerk aufgenommen. So ist jetzt die Box im Mesh-Netz und man sieht hinten an den Strichen auch schon, dass sich ein paar Geräte erfolgreich verbunden haben. Hat man im Haus keine Kabel verlegt, kann man jetzt das Kabel auch zum Beispiel mit zwei Powerlinen überbrücken.